Hallo, ich bin's Fritz. Seit langem mal wieder unterwegs in der G-Klasse, denn es steht eine Lost Place Tour an. Ich bin jetzt mehrere Tage unterwegs, werde entweder im Fahrzeug schlafen, vielleicht aber auch in den Locations, in den Lost Places. Schauen wir mal. Ich bin nicht alleine unterwegs. Ja, wer alles mit dabei ist, seht ihr gleich noch. Ich packe gleich mein Zeug und dann geht's auch direkt zur ersten Location. Let's go! Ich habe auch vorgesorgt. Es ist Kletterausrüstung dabei, eine Warthose, Taschenlampen. Also ich weiß nicht, was mich erwarten wird. Von daher, ich bin hoffentlich auf alles optimal vorbereitet. Grüße. So, Freunde, das sind Zuschauer. Ich halte mal kurz an. Ich bin mal nett, wa? Hallöchen. Ich hätte nie gedacht, dass man dich hier irgendwo trifft. Sind wir auch schon beim Objekt der Begierde. Alles schon voll mit Graffiti, Scheiben eingeschlagen. Aber ich bin mal gespannt, wie es da drin aussieht. Da vorne ist er. Paul Schridde. Freuen! Freunde, ich habe das Auto auch so noch nie in der Konstellation gesehen, ey. Völlig bepackt hier, das Ding. Schön mit Dachzelt da oben, Schnorchel, ja, Licht hat er auch. Und ganz wichtig, natürlich, man kennt Servus, ihn... Servus, ich grüße ganz herzlich. Man kennt ihn, Forstbetrieb. Ja, natürlich. Ich war gerade noch bei meinen Herden und jetzt bin ich hier. Der soll wohl auch vier Köpfe haben. Alter! Warum ist das nicht die Weiße? Ich hätte die Weiße eigentlich auch noch zu Hause. Die hättest du mitnehmen sollen. Die ist für den Winter. Alter, die nehme ich jetzt für. Es ist halt kalt. Wir haben 2 Grad, Freunde. Es ist nochmal runtergegangen gerade. Und da kommt der nächste. Da kommt nochmal der nächste. Schönen guten Tag. Hallo. Ich hätte gerne mal die Backen. Ja, hallo. Also, Freunde, ihr seht schon, wir sind zu viert. Mit 4 Fahrzeugen. Wir haben lange hin und her überlegt, wie wir es machen. Das Problem ist, dass wir komplett deutschlandmäßig verteilt sind, aus unterschiedlichen Regionen kommen und auch unterschiedlich wieder weg müssen und das zu unterschiedlichen Zeiten. Ja, weil natürlich ist es irgendwie cooler, mit einem Fahrzeug unterwegs zu sein, aber das war diesmal leider einfach nicht möglich. Alles nach ihren Wünschen, Megamöbel. Wenn die anderen da hinten noch quatschen, gucke ich mal, ob wir hier oben rüberkommen, denn ich habe auch ein bisschen Bock auf Klettern. Fahrzeug, sehr gut. Alter. Grüße, hallo. So, wir sind nicht allein. Okay, Bommel hat auf jeden Fall einen schöneren, einfacheren Eingang gefunden. Fahrstuhl. Ach ja, schön. Grüße. Hallo. Aber oh, natürlich. Ja, ich finde es halt immer nicht so geil, wenn so viele Leute halt auf so einer Location sind und man hier irgendwie reinkommt und überall hört man nämlich Leute rumschreien, ja, die Jungs am Airsoft rumballern und keine Ahnung was. Ist hier Strom an? Das ist der Mast draußen. Holy shit. Hey, hier ist ja alles frei zugänglich. Du kannst ja hier einfach einen Stecker ziehen. Ja, klar. Theoretisch. Ja. Optimal. Und vor allem, hier regnet es doch auch rein. Wir sind nicht allein. Ja, Freunde, die Verkaufsfläche ist eröffnet. Da sind 2 Dudes, die Airsoft spielen. Da unten sind ein paar Geocacher, die eben noch mit 7 Mann an einer Station gebaut haben. Da hinten kommen jetzt nochmal 3 Leute die Rolltreppe hochgelaufen. Arschgeile Nummer auf dem LP hier. Hier hat Paul letztes Jahr sein Nackenkissen vom Flug vergessen. Ey, leg dir das in den Nacken. Oh, jetzt ja, tu es. Tu es. Legst dir, dann mit der Seite, oder? Ja, legst dir in den Nacken. Ey, das ist Winnie Pooh. Ja. Oh, gib mir einen Schnulli. Nächste Location. Das ist hier. Das Haus der toten Erika. Also, okay. Wir gehen jetzt erstmal rein und gucken ein bisschen. Das ist wirklich schon ziemlich unheimlich. Hallo? Alter, hier. Alter. Hey. Alter. Okay, du gehst vor, Paul. Okay, boah. Ich schlaf da unten. Hält jemand auf? Das ja. Boah, ist aber widerwärtig, ne?
Aber richtig widerwärtig, ich krieg schon wieder einen Wirkreiz. Beim Thema Wirkreiz habe ich übrigens nochmal eine Stelle, die ich gerne hier reinschneiden möchte in das Video. Also ganz ehrlich, da sehe ich mich noch nicht. Ich muss mich kurz akklimatisieren. Raus, ganz jetzt ohne Scheiß, riecht ganz stark nach Verwesung. Kein Witz jetzt, ist da ein Reh reingefallen oder so? Wie soll denn da ein Reh reinfallen? Ich weiß es nicht, aber was ist das denn? Das war ein Braunbär. Das riecht, aber riecht ihr das? Das stinkt wirklich derbe. Das ist wirklich... Nee, Leute, da riecht so stark nach Verwesung. Ich ekel mich so. Du musst nur die Luft anhalten, weniger quatschen, mehr machen. Die Leute, die wollen mich zwingen zu sowas. Ich kann das nicht, das stinkt doch. Da oben liegt irgendwie. Ich gehe keinen Meter darunter. Aber sowas Dummes mit euch. Jetzt kommt der PJ ins Loch. Jetzt so einlochen jetzt. Oh, Paul, ey, pass auf dich auf, ja? Gar nicht. Weil im Notfall traut sich keiner runter, um dir zu helfen. Ihr müsst ja. Also wenn mich hier keiner wieder rausholt, ich schwör's. Bitte sei ganz vorsichtig, ja? Was stinkt hier so? Oh, ist doch irgendwas Warmes noch. Paul, oh, ich habe so viel Respekt vor dir. Es riecht wirklich, ihr könnt es euch nicht... Könnt ihr es? Es stinkt so erbärmlich da drin. Warum stinkt das denn da drin? Das sammelt sich ja da drin. Das ist ja auch noch so ein Loch hier. Ich heule, ey. Oh, ich muss mir mein Nasenglied abschneiden. Halt dich vor allem gut fest. Bitte, lieber Gott, schütz mich. Bitte, lieber Gott, schütz mich. Bitte schütz mich vor diesem Bruch. Atme selten ein. Ganz, ganz selten. Auf jeden Fall bitte nicht riechen. Ja. Tu alles, nur nicht riechen. Ich mach noch mal raus. Ich heule. Alter Schwede, es ist so krass. Ich habe Tränen in den Augen, es ist so lustig. Atme nur durch den Mund. Boah, du bist ganz unten. Ja, 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 ja. Oh. Ey, das ist echt ein bisschen krass. Geht das dann weiter? Alter! Was ist da? Ja, hier ist ein Brunnen. Hier ist ein alter Brunnen, das ist ein uraltes Haus. Hä, wie geil ist das denn? Ja, guck mal hier, so ein Verlies hier. Das ist schon geil hier. Ey, ist halt einfach wirklich ein Brunnen. Boah, hier sind geil. Boah. Ich spinne. Felix, hier ist was für dich. Hier diese Kokons? Hier sind Spinneneier an der Wand hängend. Oh, was ist das hier? Achso, das ist so was. Ach, krass. Krass, wa? Sind das wirklich Spinnenkokons? Ja, klar. Guck mal, da unten ist eine. Da unten hängt eine. Oben über die sind auch noch welche. Die leben auch noch, wa? Ja, klar leben die noch. Richtig dicke Viecher. Die ist wirklich gewaltig. Boah, die ist echt riesig. Mhm. Boah, guck mal, wie die sich bewegt. Achtung! Alter, die ist wirklich groß. Hier ist alles voll. Spinne, Spinne, Spinne. So, gucken wir uns noch ein bisschen um hier. Kleines altes Lager. Was hängt hier noch? In Plastik? Eingepackt? Bettwäsche. Weg zur nächsten Location. Diesmal geht es, glaube ich, in die Industrierichtung. Ich weiß noch nicht genau, was uns erwarten wird, aber das werden wir in wenigen Sekunden gleich selbst erfahren. Also ich sag's euch ganz ehrlich, das ist ja irgendwie eine ganz komische Tour heute. Da ist ein Krankenhaus. Was, ein Krankenhaus? Wir hängen mal rein. Was ist denn hier? Hier, kein Scheiß. Was ist das? Hä? Was ist das denn jetzt? Das ist Schleckbank. Ey, was ist das für ein Raum? Was ist das? Ja, da sitzt eine, ist die Wahl. Die chillt da nicht. Ja, stimmt, da sitzt eine. Das ist hier irgendwie teilaktiv. Da hinten sind ja auch überall LKWs. Es sieht lost aus, aber vielleicht ist es auch gerade hier irgendwie im Umbau oder so. Was seid ihr hier?
Was wollt ihr hier hinnehmen? Okay, ich möchte euch bitten, dass ihr das Objekt verlasst. Schönen Ostern. Also, danke. Danke. Ciao. Tschüss. Ihr seht da drüben ein herrliches Wolkenspiel. Die Sonne ist gerade untergegangen. Und wir sind jetzt auf dem Weg zur nächsten Location. Freunde, kleiner Mini-Retalk an dieser Stelle. Wir sind ja heute den ganzen Tag hier unterwegs, verschiedene Locations. Und es kamen bestimmt 20 Leute, die uns teilweise Kilometer hin und hinterher gefahren sind, uns angehalten haben. Es waren aber auch nette Leute dabei, die halt entspannt gefragt haben und so weiter. Ne? Aber ich habe das Gefühl, mittlerweile, ich kann in Deutschland nicht mehr unterwegs sein auf Tour. Schon gar nicht mit dem Auto. Es geht nicht mehr. Egal, wir sind jetzt gleich an der Location und dann gehen wir das mal rein. Wir können gleich wieder weiterfahren, denn die Location ist quasi dicht. Hier ist schon ein großes Warnschild angebracht, dass wenn wir das betreten, es zur Anzeige kommt, Video- und Fotoaufnahmen gemacht werden. Ist also vielleicht lost, aber hier ist auf jeden Fall noch jemand da, der sich darum kümmert. Also respektieren wir das Ganze natürlich und drehen wieder um. Der GoPro seht ihr noch nicht viel, aber passt auf, das ist die Location für heute Abend. Also das war halt auch ein Geheimtipp, ne? Es war wirklich ein Geheimtipp, aber es war halt einer. Das Ding ist Fritte, aber sowas von. Heute bin ich gemeinsam mit Heiko in einem dunklen Wald. Übrigens ist das hier wirklich ein Ort zum Sein. Von Simone Zwerchfell, gelesen von Romold Sappus. Wir wollen jetzt zu einem Bunker. Ob der offen ist, ob wir den überhaupt finden, hier mitten nachts im Wald, werden wir gleich mal sehen. Laufe ich da lang? Für die anderen. Leuchte nach rechts. Sitzt da jemand im Busch? Nein. Ich habe fast einen Herzinfarkt gekriegt. Da aber nicht. Alter. Ich weiß. Ich leuchte da hin und denke mir, Alter. Der hat nicht gedacht, das? Doch. Können wir Ihnen helfen? Ihnen auch noch, ja. Wo er mich gesiezt. Hallo. Hallo. Hi. Oh, das sieht gut aus. Wenn ich mal was Feines hier. Oh, das ist geil. Alter. Krass. Hey, warte mal. Fritz? Was? Wer? Wo? Kenn ich nicht. Fritz. Das hätte ich jetzt nie gedacht. Ja, klar. Alter Verwalter. Wir hätten jetzt beinahe den Hund losgelassen, ne? Kommen Sie jetzt bitte raus. So, Vorsicht beim Hochkommen bitte, nach und nach. Oder sollen wir reinkommen? Ja, alles gut. Gut. So, einmal die Hände. Die Hände zuerst. Was machen Sie denn hier? Grüße. Schläg auf. Was ist das? Oh nein, was ist das für ein Tag heute, ey? Mir zerreißt gleich die Arktrückjacke. Alter, okay. Reservewasserbehälter, 2500 Liter. Es wird wahrscheinlich mehrere Eingänge geben. Das wird hier sicherlich Notausstieg bzw. Wartungsschacht gewesen sein, vielleicht fürs Wasser. Ich bin mir nicht sicher, aber das sieht auch so aus, als wäre es hier der Brunnen. Hydrophor, 800 Liter. Das weiß ich tatsächlich nicht, was das zu bedeuten hat. Oha. Oh, mega, Freunde. Ich bin gerade so happy, endlich mal eine geile Location zu haben, nachdem wir heute irgendwie nur Müll gesehen haben. Hier waren auch irgendwelche Wasseranschlüsse. Gucken wir erstmal ein bisschen durch. Hier wieder unsere Luftschutztür. Was ist das hier? Könnte eventuell ein anderer Fluchtweg sein. Hm. Oh, ey, der hat echt eine gute Größe. Generell ist es bei Bunkern ja so, dass es verschiedene Bautypen gibt, die dann immer wieder gleich gebaut werden. Ich weiß allerdings nicht, was das jetzt hier für ein Bautyp ist. Aber hier zum Beispiel auch wieder. Wir sind jetzt bei A10. Es geht wieder lang rein und dann ist hier hinten wieder so ein Notausgang, wie auf der anderen Seite. Aber auch hier, der ist zugeschüttet. Bunker finde ich irgendwie immer spannend. Du rennst da durch den Wald und plötzlich ist da einfach so ein komisches Loch. Und dann krauchst du in so eine Unterwelt rein. Klar, hier steht jetzt auch nicht mehr so viel drin. Ja, und ist auch schon vieles kaputt, aber irgendwie finde ich es geil. Hier hinten haben wir auch wieder einen Tank. Wassertank vielleicht. Jetzt ist hier wieder ein Versorgungsgang.
Und das Ding, was so aussieht wie ein Fahrrad, habe ich auch schon mal gesehen. Genau, das ist Reservelüftung. Ich wollte es gerade sagen, hier steht sogar da. Und hier war wie so ein Fahrrad aufgebaut, wo man dann ja, mittels Fußkraft den Lüfter in Gang halten konnte, wenn der Strom ausgefallen ist. Man muss ja trotzdem irgendwie Sauerstoff hier drin kriegen. Geile Location, ey. Ich bin gerade richtig happy, ich sag's euch ganz ehrlich. Hier sind verschiedene Filter. Hier sieht man das noch schön. Ja? Wo die Luft dann gereinigt worden ist. Hier ist auch wieder eine Leiter. Was haben wir hier? Im Gang A5 sieht es plötzlich wieder anders aus. Was haben wir hier hinten? Hier ist das Ganze mit so Holzplatten verkleidet. Ah, Toilette? Nee. Moment, hier ist ein Toilettensitz. Noch ein Gang. Oh, hier kommen wir wieder in einen komplett anderen Bereich. Hauptschleuse 3. Tambour 1, weiß ich wieder nicht, was das bedeutet. Hauptschleuse 2. Alter, der ist voll groß, der Bunker. Es geht ja hier immer noch weiter. Ich dreh durch. Wie groß ist der denn? Alter, es geht immer noch um die Ecke. Aggregatlüfter oder sowas? Hm. Aggregat C. Okay, diese Aggregate bestimmt. Also quasi Notstromaggregate, schätze ich mal. Weil hier riecht es nämlich auch ein bisschen nach Heizöl, Diesel oder sowas. Und hier ist wahrscheinlich, schätze ich, der Haupteingang gewesen. Ja, hier links oben. Boah, hier war der eigentliche Eingang. Wir haben es alles dicht gemacht. Wahrscheinlich. Der ist hier so auf Rollen gelagert. Oh, hier kann man rausgucken. Boah, das sieht schon geil aus hier. Gefällt mir. Das Ding ist voll gespiegelt aufgebaut. Hier sind wie diese Filterkästen. Hier sieht man das richtig schön. Das ist ähnlich wie drüben, nur spiegelverkehrt. Auch geil. Habe ich oft in Kasernen gesehen, bei einer Waffenkammer. Also, ne, hier ist einfach ein Tor, das man dann drüben einhaken und abschließen konnte. Und vielleicht wurden hier hinter halt Sachen für den Verschluss gelagert. Eventuell Waffen, vielleicht auch Dokumente. Das ist zweimal der gleiche Bunker, nur gespiegelt nebeneinander. Ich würde so hart feiern, wenn jetzt hier wieder eine Treppe ist. Ja, das gibt's nicht. Hier ist einfach wieder eine Treppe. Kannst doch keinem erzählen. Geil. Also wenn ihr eine Ahnung habt, was es damit auf sich hat, warum ein Bunker zweimal genau gleich aufgebaut ist, gefühlt zwei Lüftungen hat, zweimal Notstrombereiche, also es ist alles irgendwie doppelt und wie in der Mitte einmal gespiegelt in einen Bereich A und in einen Bereich B. Ich habe es mir gemütlich gemacht in meiner G-Klasse. Hier drüben steht Bommel, der schläft im Fahrzeug. Hier drüben ist der Wald auf der anderen Seite und Paul mit seinem Dachzelt und eins weiter ist Felix mit seinem Dachzelt. Jetzt ein paar Stunden schlafen und dann geht's morgen auch direkt weiter. Es ist Tag 2 der Lost Place Tour und es hat über Nacht anscheinend ein bisschen geschneit. Drüben im Wald ist liegen geblieben, hier vorne war alles schon wieder weggetaut. Da drüben ist Bommel mit seinem Bus und hier Paul im Dachzelt und Felix dahinter. Wenn alles klappt, geht es als erstes heute in ein Bergwerk. Wir brauchen anscheinend später, je nachdem wie weit wir rein wollen, eine Warthose und auch Kletterausrüstung zum Sichern. Also es könnte sehr, sehr spannend heute gleich losgehen.
Wir werden sehen. Paul sagte gerade, entspannte minus 4 Grad hatten wir heute Nacht. Ich habe mit Bommel, wie gesagt, in den Fahrzeugen geschlafen. Und die Jungs hier im Dachzelt. Das ist halt der riesen Nachteil vom Dachzelt. Jetzt packst du einen klitschnassen Aal hier ein, ey. Ist dein Dachzelt eigentlich noch ein bisschen nass oder geht's? Ein ganz bisschen vielleicht. Das war's wirklich komplett. Aha. Wie ist denn das im Dachzelt, Felix? Nee, also ich hab gut gepennt. Und es geht schon wieder los. Ah, herrlich, durch den Nebel hier. Das hat schon irgendwie was. Das sieht schon geil aus. So, Vorbereitung, Freunde, ist wieder alles. Ah, bisschen Kameraausrüstung, was zu trinken, Taschenlampen, Erste-Hilfe-Set. Und jetzt muss ich hier irgendwie noch meine Warthose reinkriegen. So, passt. Dann zurück ins Auto. Und dann geht's gleich ab. Wir haben nass-kaltes Ekelwetter, aber davon lassen wir uns nicht beirren. Wir sind heute mit Philipp unterwegs. Ja, das ist quasi unser Guide, der kennt sich aus. Und da geht's jetzt auch schon gleich rein. Hier wird sich direkt vorbereitet. Bommel zieht instant die Gummistiefel an. Darin kommen wir überhaupt, aber es ist noch... Was ist für eine Krüppel? Guck mal, also die lagen jetzt halt auch schon 2 Jahre irgendwo rum, ne? Ne, ist doch optimal so. Ich weiß nicht, aber ich glaube, du musst mit dem Hacken da mal irgendwie durch. Die haben sich verzogen. Was hast du für eine Schuhgröße? 36 oder was? So, Philipp hat hier einen schönen orangen Helm mit. Jawohl. Und wir haben vor allem ein Mehrgas, weißt du, Mehrgas-Messgerät mit? Jawohl. Ja. Gasmessgerät. Zeig mir her den Ei. Ich will mal gucken. Was das auf Fans ist. Okay. Jetzt macht er auch schon mal einen Check. Ein Selbsttest. Ja. O2, CO2, CH4 und H2S. Sehr schön. Was war's? Für Wasserstoff haben wir? Sauerstoff. Sauerstoff. Ja, wahrscheinlich CO halt, ne? Das CH4, CO2, also Kohlenstoffdioxid. Blendet sich. Jetzt sieht man es ein bisschen. Hier ist nochmal alles angezeigt, wird alles gemessen. Safety first, Freunde. Ja? Ich hab mal Bescheid gesagt, dass jemand kommt und uns holt, falls was ist. Bis 18 Uhr haben wir Zeit, wenn wir uns bis dahin nicht gemeldet haben. Dann geht die große Alarmkette los. Ja. Die große Telefonkette, wie man sie aus den 3 Fragezeichen kennt. Ich bin Bob Andrews und ich weiß, wie es geht. Der erste ist weg. Ey, wäre auch Quatsch, wenn er meinem Rucksack entgegen würde. Wie geht's, Digga? Hast du im Kopf zuerst rein, ich sehe gar nichts. Ja, super, die Tür ist zu. Alles klar, ich alarmiere in 6 Stunden. Viel Spaß und macht schöne Videos. Also, nur als kleine Info: Wir haben an Niklas den Standort geschickt und auch eine Zeit, bis wann wir da draußen sind, damit halt jemand Bescheid weiß, gerade wenn wir jetzt irgendwie so unter Tage unterwegs sind. Die Jungs machen da vorne gerade die Tür wieder zu. Das Gasmessgerät ist an. Und wir gehen jetzt erstmal rein in den Schacht. Das ist halt, das ist das, was ich geil finde. Das ist eine ganz andere Stimmung als jetzt irgendwie so ein verlassenes Wohnhaus oder so. Das ist ja mega. Glasklares Wasser. Oha. So, und hier ist die andere Seite von diesem kleinen Minisee. Hier könnte man drunter durchtauchen. Alter, ist das ja. Riesenwunderkerzen. Ja. Ist wahrscheinlich jemand Spaß erlaubt, obwohl ich das ein bisschen dumm finde, in einer Höhle Feuer zu entfachen, weil hier einfach auch explosive Gase sein könnten. Oh, geil. Jetzt wird's, Alter. Holy shit, was geht jetzt ab? Hey, da oben ist ja wie eine neue Etage. Bisschen Licht machen. Krass. Geil aus. Alter, hier geht's auch einfach. Holy shit, hier geht's richtig runter. Alter, hier ist das übelste Loch. Also Philipp hat gerade gesagt, er war schon unten. Wir haben sich da reingeseilt. Da unten? Ja. Hast du Wasser? Schau mal bitte hier hinter. Ist das geil oder ist das geil? Ah, dann nehmen wir echt das Wasser weg, ja? Ach krass, hier ist. Ich hab's gar nicht gedacht, das ist Wasser. Hier. Wenn wir Wasser versuchen, mag ich gar nicht näher rangehen. Holy shit. So,
So, jetzt seht ihr das mal vielleicht so ein bisschen. Da steht Fritz, ne? Das sind so 1,85 ungefähr. Und nur mal zum Verhältnis, wie tief es da runter geht. Seht ihr das? Da unten ist Wasser. Locker 15 bis 20 Meter geht es da tief in den Berg rein. Da unten ist nochmal vielleicht 5 bis 6 Meter tiefes Becken mit eiskaltem, klaren Bergwasser. Ne? Und Paul wird da gleich nackig drin schwimmen. Da bin ich mir nur unsicher. Ja, hier sind so verschiedenste Haken schon drin. Ja, mal kurz aufpassen. Und hier geht es halt einfach auch schon wieder richtig abwärts. Genau, wir gehen jetzt quasi dahinter. Ja. Durch das kleine Tor. Dadurch, ja? Ja. Alter. Bist du irre? Alter, Felix. Ja, wie weiter geht's? Das mit Höhenangst ist ganz toll. Das ist jetzt eine ganz tolle Sache. Eine ganz tolle Sache. Eine ganz, ganz tolle Sache. Ey, kann man das sehen? Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera rüberkommt. Das ist übelst krass. Das sieht aus wie bei Indiana Jones oder so. Das ist ja unfassbar. So, ich würde einmal hier rechts lang. Wie lange man da drin aushält. Ja. Oh, chillig hier, chillig, chillig, chillig. Chillig, chillig. Oh Gott. Hier geht's runter rein. So, ich will jetzt mal kurz von hier unten filmen, wo die Jungs da lang gehen. Volle Stufe. Bam, bam, bam. So, jetzt sieht man das ganz schön. Da oben sind die Jungs. Und da ist diese kleine Engstelle, wo ich auch gerade drüber bin. Also ich weiß nicht, wie ihr zum Thema Graffiti steht. Hier ist jetzt gerade wieder alles vollgesprüht. Ich muss sagen, in so verlassenen alten Industrieanlagen finde ich es ja völlig okay. Da hat das irgendwie seinen Charme. Aber hier in so einer Höhle, in sowas Naturartigem. Gut, klar, ist auch von Menschen hier teilweise reingehackt, die Wege. Aber ich finde, an so einem Ort passt das irgendwie überhaupt nicht hin. So, Pauls Bauchgefühl ist sich nicht ganz so sicher bei der Sache, deswegen werden wir jetzt einfach ein kleines Sicherungsseil darüber spannen. Dann kann er sich einfach festhalten und ist gut. Die Jungs spannen jetzt vorne ein Seil, damit ich ihn besser festhalten kann. Sehr gut, Bein rüber. Fast geschafft. Ich sag's mal so, ich bin so zittrig, ich kann mal meine Handschuhe ausziehen. Sieht man das, wie die glänzen und zittern vor Schweiß? Ja, aber ist geschafft. Aber wir müssen auch wieder zurück, ne? Das ist natürlich klar. Ja. Aber weißt du, was das geil ist? Ja. Geh mal dahin. Geh mal runter und guck dir mal an, wo du gerade lang bist. Und da sieht man auch noch ganz schön, ne, wie ja mal so ein Weg da war. Ja. Dieses Metall steht da ja noch rüber. Ja. Und irgendwann ist das mal weggebrochen. Ja. Okay. Hier geht's runter, nochmal mehr ins Wasser. Vor allem, da geht's ja richtig tief. Ich sehe nicht mal den Boden da unten. Also, würdest du dann mal tauchen gehen jetzt? Ja. Also, ich sag mal so: Mit Wasser habe ich überhaupt gar kein Problem. Und mit Kälte auch nicht? Mit Kälte weiß ich noch nicht. Müsste mal ein paar antesten. Moment. Pass auf, wenn du hier ins Wasser gehst und da drüben, da, einmal die Wand berührst und zurückkommst, kriegst du einen Zehner von mir. Ein Zehner? Ja. Du glaubst, dass es nur ein Zehner? Felix legt auch einen Zehner drauf, sind wir bei 20. Ich mach das doch nicht für einen Zehner. Nee, du hast schon 20. Zehner von mir, Zehner von Felix. Für die Ehre. Bommel legt auch einen Zehner drauf, sind wir bei 30. Jetzt wird es interessant, ne? Nee. Ja, ich habe halt nicht mal ein Handtuch mit, ne? Wie soll ich mich hier abtrocknen? Vielleicht ist da auch ein Ultrasog, der zieht dich sofort in den Spalt. Siehst du das? Ja, ja, krass. Warte mal, ich mach mal hier volle Pulle. Ja, stimmt. Jetzt sieht man es aber auch auf der Kamera. Da unten geht's einfach nochmal rein. So, ich gucke jetzt hier schon mal mir den anderen Weg an, wo es hier gleich weitergeht. Hier liegt schon das Seil von Philipp. Und hier sind auch die Haken in der Wand. Hier ist zum Beispiel einer. Hier sind die nächsten. Okay, und hier wird das Ganze rübergespannt, dass wir quasi hier nicht runterfallen. So, wir installieren jetzt hier erstmal die Sicherung. Ich gehe rüber. Ich fände die andere Stelle schlimmer, ganz ehrlich. Was? Ach, kurze Beine. Ja.
Die Batterie ist bald alle. Optimal. Ja, wir stoßen jetzt in den nächsten Teil der Höhle vor. Kriegt das an. Selbst auf der Kamera sieht es einfach blau aus. Die Ereignisse überschlagen sich. Paul geht jetzt tatsächlich baden. Hat kein Handtuch mit, das heißt, ich gebe ihm quasi mein Funktionsshirt zum Abtrocknen. Geil, Freunde. Da geht es noch eine Schwimmen in der Höhle. Oh, es ist kalt. Ich will Hashtag Ehrenpaul in den Kommentaren haben dafür. Das Wasser muss irgendwie um die 2-3 Grad haben oder so. Ich habe mein Glied da drin verloren. So, jetzt geht's hier runter, nachdem Paul sich wieder angezogen hat. Alter. Hier liegt noch richtig fette Technik. Das übelste Zahnrad. Und hier hinten ist sogar noch eine Seilwinde drauf und so ein Elektrokasten. So, jetzt wird's kriminell. Zeit für die nächste Stage. Das sind wir. Jetzt gucken wir mal hier rein. Es wird auf jeden Fall auch ein bisschen flacher, muss man den Kopf einziehen. Dann sieht hier richtig die Luftfeuchtigkeit. Philipp hat gerade gesagt, das Wasser in die Richtung läuft, in die wir laufen. Oha. Wir laufen leicht bergab. Irgendwo geht es da hinten hin. Was ist am Ende dieses Tunnels, Freunde? Ich bin mega gespannt. Ja, meine Helme habe ich leider zu Hause vergessen. Den hätte ich natürlich gerne mitgenommen oder aufgesetzt, wenn man hier in sowas unterwegs ist. Und plötzlich Elektronik, irgendein Kippschalter. Der hier mitten im Nichts liegt. Hier ist auch nochmal so ein T-Stück. Ich glaube, diese so eine Abzweige wie hier sind auch manchmal so Probegänge, um zu gucken, wie das Gestein ist und ob es jetzt lohnt, da weiterzumachen. Das ist doch Eisen, oder nicht? So eisenerzenmäßig. Guck mal, wie braun das ist. Ja, danach raus, ja, gibt's. Das funkelt ja richtig. Das ist ja wie, als würde es rosten. Oder Kupfer? Das sieht ja mega aus, gerade hier. Oha. Es nimmt kein Ende, Freunde. Es nimmt einfach kein Ende. Ein alter Wasserkrug. Ist der normal? Nee, ist einfach. Ist Emaille oder sowas gewesen, ja, oder? Okay, also wir sind jetzt hier an der Kreuzung. Und wir können uns einfach merken, wir kommen quasi von der Schüssel. Ne? Von der Schüssel. Jetzt gibt es hier wirklich eine Kreuzung. Jetzt gibt es hier eine übelste Kreuzung. Ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter geradeaus, oder? Ich stehe jetzt hier auf so einem Holz drauf. Hier sind noch irgendwelche Spinnweben oder sowas. Hier ist einfach dicht gemacht. Sieht aber aus, als wäre das hier zusammengebrochen. Aber das hier ist zu betoniert, komplett. Keine Ahnung, ob es da hinten irgendwie weitergeht. Wahrscheinlich schon. Warum sollte man das dann zu betonieren? Sackgasse, ja? Ja. Sackgasse. So, zurück an der Kreuzung. Sackgasse? Ja. Das ist doch alles noch aus Bergbauzeiten hier. Guck mal. Alter. Alte Stiefel, alte Schuhe mit Ledersohlen richtig, die komplett zerfallen. Irgendwelche Federn. Wie von dem Bett oder sowas. Ja, uralte Flaschen. Alter, das ist alles voll mit Müll hier. Ja. Guck mal, davon ist noch so ein Eimer links. Alter, krank. Ja? Hier, alter Eimer, ein alter Krug, hier sogar irgendwie so eine Art Medikament oder sowas. Ja, oder für irgendwelche Gesteinsproben. Ja. So alte Dose, eine Konserve, Fischkonserve oder so. Einfach in eine Narbe. Ja, die sind mit dem Fahrrad hier umgefahren. Das war's. Hier geht's gar nicht weiter. Bis hierhin wurde in den Stein gehauen und dann wird das Ganze hier abgebrochen.
Also wieder zurück und in dem Haupttrakt der Höhle weiter. Ne, es sind dann ein Stück wieder zurückgelaufen, wo es runterging, nachdem wir uns abgelaufen. Ne, das meine ich ja, das ist die erste. Das heißt, hier, ich sag mal, ist die Straße irgendwo. Korrekt. Optimal. Ich ärgere mich gerade immer mehr, dass ich meinen Helm nicht mit habe. Ich bin nämlich gerade schon richtig an so einem Metallding eingeschädelt. Das ist anstrengend. Hallo, ich schicke mich mal an. Hallo. @derbommel, folgt ihm auf Instagram. Also, kannst du mir erzählen, was du willst? Hier ist kein System drin. Das ist doch, nee. Das ist doch nicht von Menschenhand geschaffen, diese Höhle hier, oder? Aber da, gut, da ist auch schon der Bohrspuren. Obwohl hier überall Bohrspuren sind. Ja, stimmt, hier sind überall Bohrspuren. Hier, da bist du das Beispiel dafür. Wenn du jetzt hier oben ein Stück Stein wegbohrst, fällt das runter und dann trägst du das mit der Hand hoch oder wie? Also irgendwie ganz komisch hier. Hier ist doch alles zugeschüttet. Alles ist irgendwie. Ich verstehe das System nicht. Mein Name ist Gagamelius. Und zwar hat uns ein Zuschauer gerade bei Instagram geschrieben, dass er hier halbwegs in der Nähe noch einen Bunker kennt. Und dadurch, dass es jetzt dunkel wird und die Sonne gerade am Untergehen ist und wir natürlich Licht brauchen, ist man im Bunker recht geschützt vor neugierigen Blicken. Deswegen geht's jetzt zum Bunker. Und jetzt geht das Katz-und-Maus-Spiel hier wieder los. Wo ist die Luke? Irgendwo soll hier so ein gemauertes Stück sein, wo eventuell der Eingang in den Bunker ist. Wir haben gerade wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde nach dem Ding hier gesucht. Das Ding ist komplett eingewachsen. Wir waren gerade schon an verschiedensten anderen Stellen, wo wir dachten, er ist abgerissen. Aber das müsste er tatsächlich hier sein. Der Messi-Bunker. Überall Müll und Särma. Ach, schön. Hier drüben haben sie überall Autoreifen reingeschmissen. Jetzt kommen wir in den Schleusenbereich. Ja, so Schutztüren. Ach du Scheiße. Die Klos sind belegt. Also hier war mal eins Toiletten. 1961. Elektrotechnik, Netz, Netzersatzanlage. Anlassen, abstellen, Netzschutz, Wahlschalter, okay. Hier steht noch einiges drin. Das ist ganz geil. Was war das hier? Tja, was war das? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Das sieht hier auch nicht so gesund aus, wenn ich ehrlich bin. In dem Moment, wo hier alles so extrem mit Graffiti voll ist, geht irgendwie so ein Charme verloren. Jetzt wieder das Thema Lüftung. Und hier könnte vielleicht ein Notausstieg sein. Ja, safe, ist ja ein Notausstieg da hinten. Aber es ist alles zugebaut. Ich habe jetzt erstmal alles freigeräumt. Hier lang. Ach du Scheiße. Alter. Da oben geht's raus. Das hier ist ein Notausstieg. Okay. Bin ich mit einem Wald. Habt ihr mich vermissen da drin? Läuft man hier nichts ahnd lang und findet plötzlich mitten auf dem LP zig Knochen. Guck dir das mal an. Alter, alles Knochen. So, Freunde, kleines Negativ-Update an der Stelle. Ich habe es gerade auf Instagram auch schon mal mit euch geteilt. Wir hatten gerade wieder mal jemanden, wie auch gestern, der uns heute 20 Minuten lang am Stück hinterhergefahren ist. Das kriegen wir natürlich dann auch mal mit. So, dann fahren wir in den Kreisverkehr rein, drehen da vier Runden. Der dreht auch vier Runden mit und wir wissen klar, okay, ist auch ein Zuschauer, der uns hinterher fährt. Ich finde es natürlich geil, Zuschauer zu treffen und auch ein Bild zu machen und zu quatschen. Alles cool. Aber es gibt irgendwie ein paar Grundregeln. Ja? Wenn ich irgendwo auf dem Supermarkt stehe und ihr seht mich, quatscht mich an. Wenn ich irgendwo langschlender, auf der Straße, im Park, whatever, quatscht mich an. Alles gut, ich weiß nicht. Ne? Ist völlig okay. Aber es ist nicht cool, mit dem Fahrzeug irgendwie
20, 30 Minuten einem hinterher zu fahren. Ja, irgendwie dann zum Anhalten zu bringen, zu hupen oder irgendwie sowas. Das muss halt nicht sein. Dieses Verfolgen, hinterherfahren ist nicht geil und auch das Stalken ist nicht geil im Sinne von, ah, ich sehe vielleicht in einer Story, er könnte da und da sein. Ich setze mich jetzt in mein Auto und fange an, ihn zu verfolgen, hinterher zu fahren, alles. Ist auch nicht cool. Allein gestern waren es insgesamt über 50 Leute, Einzelleute, die uns irgendwie angequatscht haben. Und heute waren es halt, glaube ich, auch fast 30 oder so. Wir sind am Übernachtungsspot. Ja, haben hier ein schönes Plätzchen uns gesucht. Bommel baut hier gerade schon sein Lager auf, Felix auch. Das schöne Dachzelt, was noch klitschnass ist wahrscheinlich. Findest du es geil, dich gleich in das nasse Zelt reinzulegen? Also ich denke, dass es drin schön kühl sein wird. Da freue ich mich drauf. Geil, ist angenehm, ne? Also da wird der Tropen ausgepackt. Und dann ist es was Schönes. Ah, herrlich. Sehr schön. So, jetzt wird gekocht. Pesto, Hörnchen, Vollkornnudeln sind hier am Köcheln. Ihr seht gar nichts. Flupp. Schön. Und Bommel haut hier gerade wieder ab. Der kocht hier nämlich auch und hat gerade eine kleine Story erzählt. Und zwar hat er nämlich beim letzten Übernachtungsspot heute Morgen einfach seinen Hocker stehen lassen. Seinen Tritthocker. Mein Einstiegs-Senioren-Rentner-Hocker. So, Felix hat hier seinen neuen Ausbau. Das Video ist noch gar nicht online, ne? Naja, vielleicht ist es doch. Es ist wahrscheinlich schon online, wenn dieses Video online ist, ja? Wahrscheinlich, ja. Und hier, das Ding ist schon richtig geil geworden. Ja. Also das ist Birke Multiplex, glaube ich, und dann irgendwie so gefärbt. Genau, geölt. Geölt. Es sieht übelst fresh aus. Und hier, mach mal das Schubfach hier unten nochmal auf, das Kleine. Wird jetzt auch eingeweiht. Ja, guck mal. Das ist halt... Oh, da kommt einfach hier noch so ein Schubfach raus mit Soft Close. Ja. Mega. Pass auf. Ja. Alter, ist geil. Herrlich. Oh, hier. Die wurde auch schon gefüllt, ne? Oh, Profi hier. Guckt euch an. Ich hab dir da was hingelegt. Der geht auch noch hier. 3-Sekunden-Regel. Ist das eine Grillpinzette oder was ist das? Das ist eine Kochpinzette. Kochpinzette. Ja. Nice. So langsam wird's. So langsam wird's. Machen Sie mal bitte hier auf. Was ist denn das? Digga. Aber jetzt ohne Scheiß, hat er sowas im Auto? Das sag ich bei mir im Auto, klar. Das sag ich bei mir zu Hause. Nein, hat das Felix oder was? Nein, das ist meins von zu Hause. Das ist deins. Das habe ich mir gekauft. Wenn ich mal ein kleines Schild hier mache, guck mal an. Bam, Junge. Guck's mal an. Geil, oder? Ich mache mir jetzt hier einen schönen romantischen. Vielleicht lasse ich es dann aber auch so aussehen. Okay, und dann würde ich mal sagen, gute Nacht. Guten Morgen, Freunde. Tag 3 bricht an, unserer Lost Place Tour. Draußen scheint gerade die Sonne, vorne ist die Scheibe gefroren. Es war ordentlich kalt heute Nacht, aber nicht in meinem Schlafsack. Und dann würde ich mal sagen, anziehen und auf zur ersten Location. Gerade noch ein bisschen gefrühstückt, alles entspannt zusammengepackt und jetzt geht's zur nächsten Location. Auf dem Plan steht ein ehemaliges Eisenwerk, also Industrie, und es soll recht groß sein. Aber ihr wisst es, man weiß immer nicht, ob man reinkommt, wie es wirklich vor Ort ist. Wir schauen einfach mal hin und ihr seid wieder mit dabei. Gleise sehen hier nicht mehr aktiv aus, ist keine Abnutzung drauf. Aber ich denke mal, irgendwo wird es schon ein Schlupfloch geben. Das ging einfacher als gedacht. Ist oft so. Meist findet man irgendwo einen Trampelpfad und der führt dann einfach direkt zu einem Einstieg. Wenn ich jetzt schon die ganzen Graffiti sehe, kann ich mir vorstellen, wie der Rest des LPs aussieht. Oh, jetzt gebrannt. Eieiei. Auch nochmal eine große Halle. Hier sind halt die heftigsten Graffitis dran. Alter. Wir sehen hier ein Schwein, ein Rind und ein Huhn, wie sie einen Menschen fressen. Das ist Kunst für mich, Freunde. Das ist wirklich Kunst. Und schaut mal, hier drüben zum Beispiel sind auch die nächsten Dinger. Alter, das ist ja eine richtige kleine Outdoor-Graffiti-Art-Gallery hier. Sieht ja übelst geil aus. Na, das feiere ich schon wieder. Bin mir gerade hier nicht sicher, ob das nicht teilweise wirklich legal hier mal irgendwann war. Aber wenn ich mir diese Graffitis angucke, das sieht halt... schon richtig professionell aus. Danke. Das ist wie eine kleine Katze oder sowas. Ey. Übelst geil. Guckt euch die Dinger an. Wir waren ja gestern in dieser Höhle und da fand ich die Graffitis einfach total unpassend und fehl am Platz. Aber hier finde ich saugeil. Mega.
Also vielleicht kennt ihr die Location oder wisst was dazu. Guckt euch das hier an. Und hier ist nochmal so ein Sketchart, nennt man das so. Alter. Ich muss sagen, ich mag ja generell so große Industriekomplexe, wo man einfach so wirklich ewig hier lang spazieren kann und sich die einzelnen Sachen anschaut. Aber hier werden natürlich keine Maschinen oder so mehr drin sein, denke ich mal. Alter, es ist eine fucking Kunstgalerie hier. Was ist das denn schon wieder? Hier war mal an der Tapete auch ein übelstes... Ah, das ist aber, glaube ich, gar kein Graffiti. Nee, das ist mit einem Pinsel gemalt. Krank. Also ich gehe immer mehr davon aus, dass hier wirklich mal eine offizielle Kunstgeschichte war. Alter. Einfach eine Riesenkatze. Hier steht das Wasser drin. Ich kann mir vorstellen, dass hier irgendwie Maschinen drauf standen. Alter. Oh, da fliegt erstmal eine Taube. Hier ist ein Riesenkessel. Wollen wir mal Trainsurfing machen? Nee, fühle ich nicht. Und warum nicht? Das ist gefährlich. Was passiert da? Wie sagst du das immer so schön mit Niklas? Klein, schwarz und hässlich wird er dann. Genau, Bommel sagt immer, beim Trainsurfen wird man klein, schwarz und hässlich. Und warum? Ja, weil du schön durchgeknuspert wirst an der Oberleitung. An der sogenannten Überleitung nämlich. So, wir gehen jetzt hier die Treppe hoch und nehmen euch auf diese wirklich spannende Abenteuerreise mal wieder mit. Bommel, pass auf bitte. Es ist gefährlich da. Ist halt keine Treppe da, ne? Entschuldige Nummer. Tut dir nicht weh. Ah, ich glaube, wir kommen jetzt hier oben in diese Kesselhalle. Ja, ja, ja. Stimmt, jetzt sind wir hier oben. Geil. Lauten kam gerade rein und haben uns den Kessel angeguckt. Tschüss, Bommel. Geil wäre, wenn hier die ganzen Maschinen alle noch drin stehen würden. Zu viel Storo geguckt. Das kann schief gehen, Leute. Lasst sowas lieber. Ich habe auch eine gewisse Vorbildfunktion, also hört auf mit dem Scheiß. Ich meine das ernst. Lasst sowas, okay? Danke. Wieder zurück im Auto und auf zur nächsten Lokalität. Hier ist bestimmt alles voll gekackt von irgendwelchen Junkies. Wir sind hier mitten in der Stadt. Okay, hier war mal ein Einstieg. Alter. Holy shit. Was ist das hier? Als kleiner Blick, hier vorne ist direkt die Straße. Wir sind hier mitten in der Innenstadt. Ich will dir nichts zeigen. Jetzt gerade? Jetzt gerade nicht, aber. Ey, hier leben Obdachlose, ne? Ja. Okay, Freunde. Das ist aber auch schmandig hier. Ich habe keine Ahnung, ist das hier ein Zugang zur U-Bahn oder was? Oder was ist das? Das ist eine Tür auf jeden Fall. Aber es ist doch alles dicht. Hier ist einfach 1:1 ein Obdachlosenlager. Mit Isomatte. Ey, was hängt da? Dreh ich mal um, Bommel. Bommel, dreh ich mal um, was ist in der Tüte da drin? Was ist das? Ist das Heroin? Ist das Kacke? Heroin? Drogen? Ich will jetzt auch nicht auf das Bett treten hier von dem Herrn. Alter, was ist das hier? Jetzt warte mal kurz. Guck mal hier. Ein Junkie. Ja. Holy shit, hier ist alles voll mit Spritzen. Hier, da sieht man es drauf. Also so Spritzdinger. Also nicht, dass ich vielleicht von oben eine Nadel kriege. Hier ist ein Schlafsack drin. Ich dachte kurz, der liegt hier um die Ecke. Ja. Ja, jetzt kommt schon die Polizei. Hier ist was los. Also jetzt wird es richtig spannend hier plötzlich. Ja, Bommel, was sagst du nur zur Situation? 100. Okay. Wollen wir eigentlich hier rein oder was? Ich weiß gar nicht, was das ist. Wo sind wir hier überhaupt, Bommel? Glaube, ist das hier eine U-Bahn? Nein, das ist der Notausgang zu dem Objekt, wo wir rein wollen. Wirklich? Weil ich glaube, hier gibt es auch noch so einen unterirdischen, ich weiß nicht, ob es eine Art Bunker ist, irgendwie so ein Tunnel. Doch, das habe ich auch auf dem Plan. Da finden wir den Eingang zum Geheimtunnel. Das fühle ich hier gerade irgendwie. Also hier fühle ich aber auch Paul für eine Horrorstory. Ja. Überall Spritzen. Hä, das ist aber auch nur ein Raum. Ah, okay. Ah, nee. Da unten ist eine Luke.
Das ist eine Luke, wo es weitergeht. Aber hier ist erstmal nur Lüftung. Aber was ist das hier drin? Wir gehen wieder weiter nach oben. Nicht, dass der Junkie gleich kommt und uns absticht. Dinger rum. Hier auch schon wieder eine Spritzenpackung. Hier ist irgendwas angekokeltes. Eine angekokelte Packung. Ich warte eigentlich nur darauf. Was ist denn das hier? Soft Zellin C. Ey, hier hat er sich den Arsch mit abgewischt. Da ist Kacke dran. Hä? Hier ist Kacke dran an dem Tuch. Safe hat er sich halt einen Arschbohrer mitgegeben. Und hier oben ist halt direkt Parkanlage und da ist Straße und Häuser. Also ich muss das außenrum leider verpixeln, aber hier seht ihr mal das Objekt. Nee, ist hier fest. Mal da geht ein Loch rein. Das wäre es jetzt gewesen. Alter, da geht's echt runter. Aber das ist komplett das zu. Ist dicht hier. Hier hat der Junkie sein Wohnzimmer. Hier liegen die ganzen Sachen rum. Hier ist auch wieder, wie bei dem anderen Ding, so eine Tür. Das waren doch aber mal Oberlichter, oder nicht? Ja, ja. Hier waren doch eigentlich Fenster und hier war unten ein Gang lang. Die Kegelbahn. Alter. Ja, Freunde von uns waren nämlich schon mal hier, vor Jahren. Und die haben sich hier irgendwie reingeseilt, aber dazu müssen wir erstmal einen Eingang finden. Kletterausrüstung habe ich dabei. Alles voll mit Kacke hier. Alter. Das sind keine Begriffe, ey. Ey, warte, da ist wirklich was offen. Da oben ist... Warte mal, hier erstmal hier gucken kurz. Oh, fuck. Hier ist zu. Aber da oben ist ein Gitter und das ist offen. Da drüben kommt gerade die Bahn, warte. Ey, wir müssen das alles ringsrum pixeln, ne? Ja, komplett. Du siehst ja hier alles, du bist ja mitten in der Stadt, Alter. Gar nicht auffällig, hier laufen überall Leute rum, ey. Alter, hier geht's halt einfach wirklich rein. Kamera? Das ist nur ein Raum. Fuck. Das ist nur ein Raum, aber wer weiß, vielleicht. Wir sind in der Lüftungsanlage. Ich gehe mal runter. Ach, hier geht's runter. Ah, da passen wir. Ja, aber da passen wir nicht durch. Ich sag mal, Anton und Schei würden jetzt hier durchkrauchen. Hier ist gar keine Verbindung nach unten. Das war hier früher mal der Club. Hier, bitte klingeln, bam, bam. Dann war hier die Kamera. Dann wurde entschieden, ob du zum Glory Hole durftest oder nicht. Ja, so war das damals. Vor dem Lockdown war das alles noch auf hier. Eingang in Gewölbe klingt auch schon mal geil. Weil jetzt bin ich hier wirklich, jetzt bin ich Feuer und Flamme. Jetzt will ich irgendwo rein. Was ist hier drüben? Aber hier ist ja nicht mal ein Scharnier dran, ne? Die ist komplett geschweißt. Das ist hier, dieser ganze Platz scheint irgendwie unter... irdisch zu sein. Nee, nee, die ist hier. Die ist ja auch geschraubt. Die ist auch dicht. Ja, guck mal, hier sind auch Fliesen. Hier war irgendwie mal was. Hier sind auch noch so Grundmauern. Und hier ist plötzlich einfach so eine Platte. Irgendwann da drunter ist das Bernsteinzimmer. Tatsächlich. Einfach die nächste Platte. Das ist doch hohl da drunter, oder? Ja. Hier geht's einfach runter. Hier ist ein Riesenplatz. Für die Wissenschaft. Und keine Stacheln, oder? Ja klar. Überall Dorn, also keine Stacheln, sondern Dorn. Thorns? Hier ist irgendwie alles schon am Wegbröseln. Irgendwas in die Ecke kommt, Alter. Liegt eine Isomatte drin? Ich hab Angst, dass der Junkie um die Ecke tot liegt, Alter. Warte, ich kenne den Trick von Paul. Hallo? 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 Ist da jemand auf dem Dachboden? Ey, wenn der Junkie da einfach mit der Nadel um die Ecke sitzt. Ich würd's riechen, okay. Also da kann kein toter Mensch sein. Bommel, zuck mir. Jahre, ja gut, dann ist aber nur noch Skelett. Nur Skelett wäre nicht schlimm. Bommel, willst du hier mal rein? Nein. Ist wirklich gemütlich, also es geht erst, eigentlich. Erstmal noch nicht. Oh, jetzt muss ich wieder vorgucken hier. Hallo? Okay, hier kann man stehen. Oh, ich gehe erstmal rein.
Ich muss erst mal kurz checken, ob hier wer drin ist. Also, wir sind ja anscheinend in der Lüftungsanlage. Okay. Hier liegen die übelsten Sachen, Alter. Ein Fernglas, was ist das denn, Alter? Hier liegt überall ein Zeug. Rucksack. Einfach auch ein Hammer. Werkzeug. Krass, hier haben schon Leute mit einem Wagenheber das Ding aufgemacht. Und dann aber festgestellt, dass hier eine riesen Metallplatte ist und sie nicht weiterkommen. Ich gucke gleich mal von draußen, ob es überhaupt weitergeht. Was ist das hier? Hier ist einfach so Werkzeug, so eine Mütze. Spooky. Okay. Oh. Nee, hier ist ja nur Lüftung. Da geht's runter. Da wollen wir eigentlich hin, da unten. Aber es führt halt nur ein Kabelschacht dahin. Und kein Gang, wo ich durchpasse. So, ich laufe jetzt hier gerade mitten an der Straße. Hier ist überall Verkehr. Das ist die Rückseite, die Tür, wo wir mit dem Wagenheber gerade die Öffnung gesehen haben. Und die würde einfach nur hier rausführen. Freunde der Sonne, der brennende Himmelskörper tanzt am Horizont. Ich habe ja den Spaß bei dieser etwas chaotischen Lost Place so die letzten drei Tage. Ich habe einfach mal draufgehalten und alles so mitgenommen, was passiert. Ja, damit ihr mal einen richtigen Eindruck davon bekommt, wie es wirklich aussieht. In diesem Sinne, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Kanal gerne abonnieren und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.